So Leute, da bin ich wieder. Ja, was meine ich damit gerade? Erstmal vorweg, ich nehme das Spiel ja viel, 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 viel früher auf, als ihr das jetzt überhaupt denn sehen werdet. Und das ist halt jetzt eine Frage. Inwiefern sich das nur erfüllt. Aber was meine ich damit? Eventuell HK416 sehen. Das heißt, ich bin da einmal dran. Was doch gar nicht mal so schlecht ist. Absage habe ich davon auf jeden Fall noch nicht. Ihr habt ja vielleicht dann schon gesehen, dass ich meine beiden Airsoft-Waffen reviewed habe. Und ich bin da einmal dran, dass ich halt noch mehr reviewen kann, weil es doch hammermäßig Spaß macht. Das Reviewen und natürlich auch ein bisschen was anderes ist. Ich sag jetzt mal, warum mache ich das Ganze? Einen Moment. So Leute, da bin ich wieder. Endlich wieder zurück. Ja, man hat ja meinen Klingelton gehört. Gut angerufen. Und jo. Fortsetzen, alles klar. War ich. Warum Airsoft Reviews? Ganz klar, es gibt ja solche Guides. Dingens. Battlefield 4 Guide, Waffen Guide. Battlefield 4 Waffen Guide, Battlefield Waffen, 3 Waffen Guide. Wie auch immer, was weiß ich noch, was für Waffen Guide. Und ja, ich habe mir so überlegt, ich habe ja erst, oder ich mache ja Airsoft als Hobby noch. Da habe ich mir so gedacht, hey, probier doch mal was. Vielleicht realisiert sie sich ja, Absage kam noch nicht zum Glück groß, aber ich weiß immer noch nicht, ob sich das, wie gesagt, wirklich so realisiert. Bis ihr das Video seht, kann sein, dass es wirklich schon denn realisiert worden ist oder nicht. Ich denke mal, ich werde euch da rechtzeitig noch drauf belaufen halten, beziehungsweise ihr werdet es denn sehen. Oh, Scheiße. Ich bin komplett tot, ja. Gut. Das mit dem komischen Typen ist noch eine, Sache für sich. Auf jeden Fall. Und ja. Schauen wir. Auf jeden Fall, wie gesagt, es wird denn ein mehr oder weniger, ich nenne es mal Waffenguide in Real Life Game, also halt Airsoft-Reviews mache auf meinem Kanal. Allein weil es mir Spaß macht, da so ein bisschen Real Life noch mit reinzubringen. Habe ich mir ja schon vorher so gedacht. Außerdem habe ich jetzt noch die GoPro, wo denn auch ein bisschen irgendwann mal ein bisschen Real Life Battlefield kommt. Also mal ein Airsoft Event oder sowas. Oder halt mal. Ich habe ja noch ein. Ich habe ja noch ein bisschen was im Kopf, was ich noch machen wollen würde. So ein kleines Szenario, was ich denn alleine wahrscheinlich denn mache. Aber dazu fehlt mir noch die optimale Location. Da habe ich die noch nicht gefunden. Also ich habe schon ein bestimmtes Szenario im Kopf. Inwiefern das ja erfüllt wird, weiß ich leider noch nicht. Bleib genau da stehen. Und ja gut, da müssen wir mal schauen, oder muss ich mal schauen, wie ich das denn überhaupt handhab. Weil das ist an sich doch eine richtig geile Sache. Er muss auf jeden Fall erstmal irgendwas machen. Na komm. Ich muss nur die Tanks treffen an sich. Das ist eigentlich alles. Und Rios muss halt den Typen ein bisschen ablenken. Bleib hier stehen. Dreh dich mal wieder auf den anderen. Auf Rios. Ich habe nämlich nicht mehr die Agro. Und da haben wir auch den endlich den Flammenwerfer-Spacko down. Und ich habe so ein ganz dummes Gefühl, dass ich gleich wieder gestört werde. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach so. So, wir werden mal hier lang gehen. Um das, ja, MG besser auszuschalten, das Geschütz. Ja, ihr könnt ja mal, na gut, bis ihr, wie gesagt, das Video hier seht, das dauert eh noch, da wird garantiert die Entscheidung dann getroffen sein in der Thematik. Und von daher einfach nur, wie gesagt, das ist halt jetzt eine Aufnahme. Also ich habe total Lust,
ganz viele Spiele aufzunehmen und eine scheiß Fliege fliegt hier gerade umher, die mich sowas von ankotzt, die nervt gerade übelst. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist tausendmal schon in diesem Video vollkommen, garantiert im Let's Play auch schon 1 Million Mal. Garantiert. Aber das ist egal. Dann, ich muss mir halt wieder abgewöhnen. Ich sag das einfach zu oft, das ist wie gesagt. Wir sind aber unsichtbar, mehr oder weniger, weil Rios wie die ganze Aggro zieht. Was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Können wir uns schön hier nach vorne pirschen. Und die ganzen Spackens da mal ausschalten. Achso, Rios soll mir eigentlich folgen. Tut er auch, wo ist er denn? Da hat man gerade einen Gegner spawnen sehen. Und scheiße, ich glaube, ich sollte mir doch mal einen Drum-Mag ranhauen. Partner benutzen. Komm schon. Ich flieg dich zusammen. Meine Fresse, diese scheiß Fliege, ne? Die nervt so hart von. Ja, ich hoffe mal, das gefällt euch denn. Also das Spiel auch. Und dann halt die Airsoft-Reviews, wenn es klappt. Ansonsten wird es dauern, bis ich da mal irgendwas mache. Aber ich hoffe mal, dass das wirklich eine Zusage gibt. Wie, wo, was und so drum und dran. Wenn das klappt alles, dann habe ich natürlich noch ein kleines Infovideo wahrscheinlich raus. Schön, dich zu hören, Alice. Wir haben einen Tipp für einen Fluchtweg durch eine Mauer vor uns. Alice, bist du da? Alice! Verdammt! Ja, war ein bisschen kacke. Aber ohne Scheiß. Das erinnert mich komplett an Gears of War. Hat Rios gerade eine Granate geworfen? Wenn ja, das wäre neu. Achso, da hängt noch eine hinter. Und die haben übrigens alle eine Ska-L. Als Bewaffnung jetzt. Machen wir sie fertig und dann versuchen wir Murray zu kontaktieren. Egal. Ich wollte eigentlich einen Koop-Snipe machen, aber ich habe schon die Tastenkombination vergessen. Egal. Gleich gedrückt halt. Nee. Keine Ahnung, ist ja auch was. Ja, hätte auf jeden Fall geil ausgesehen mit einem Koop-Snipe. Nein. Geschütz voraus! So. Gut. Was? Geschütz voraus? Ich hab. Gar nicht wahr. Du liegst nicht umher hier. Ich glaube, ich sollte mal auf meine Sniper ein größeres Visier raufhauen. Ach, da oben ist ein Geschütz. Hoppala. Wieso muss ich denn in dem Augenblick nachladen, Mann? Verdammte Scheiße. Zack, Headshot. Bam, Kopf ab. Dumme Drecksau. Na gut. Ist auf jeden Fall easy, hier irgendwas zu reißen. Oh, Scheiße. Nein, wieder nachladen. Scheiße. Ein Schuss, ein Treffer. One Shot, one Kill, das ist ja auch meine Fresse. Der, ja, ich nenn's mal mehr oder weniger, ups, Slogan, wirklich der Sniper, der richtigen Scharfschützen. Er steht wieder auf, das ist super. Also One Shot, One, oh lol. Alter, verarschen? Okay, Fail. Vom Feinsten. Dicken, fetten Fail vom Feinsten. Ohne Scheiße. Zum Kotzen. Ja, probier, wenn du verwundest bist, die Option um Hilfe bitten. Fick dich, Spiel. Weiß ich selber. Aber wenn Rios auch drauf geht, kann ich auch nichts dafür. Also. Schnauze da. Gut, dass wir aber einen Speicherpunkt haben. War denn hier Koop-Snipe? Das war Nahkampf, das war Schießen, das war das. Das war nix. Hier war auch nix. Da ist nur die Kamera. Zielen, schießen. Nix. Auch nix. Auch nix. X. Achso, X war dat. Kreis war dat. Gute Frage, keine Ahnung. Oder war das gar nicht mehr drin? Ich weiß es gar nicht. Letzte, erste Aufnahme, wo das alles erklärt war. Ist schon ein bisschen länger her. Also von daher. Gut, keine Frage. Keine Ahnung, wie das nochmal ging. Ja, aber jetzt kein. Oh, Nachschub. Ich habe nur wirklich keinen Bock, da irgendwie nachzugucken. Scheiß Söldner voraus. Machen wir sie fertig und dann versuchen wir Murray zu kontaktieren.
dass die da wirklich mitkriegen. Scheiße. Da wäre wirklich ein Koop-Snipe angebracht. Ach so. Achtung, da ist die Panzerfaust. Ich glaube, dass ein Koop-Snipe wohl ein bisschen vereinfacht kann das sein. Ich glaube, ich visiere einen an und der visiert automatisch den anderen an. Ah, scheiße, tot. Kann das sein? Na gut, da war ich jetzt eben ein bisschen zu optimistisch, da irgendwie durchzukommen. Ich hoffe mal, dass er mich kriegt. Nein. Scheiße. Okay, ich probiere halt jetzt mal mit Koop-Snipe nochmal. Sniper. Ich glaube, das wurde vereinfacht, ne? Kann das sein? Sniper. Ich nehme meine Sniper, wir sehen einen an. Und er visiert den anderen an. Ich hoffe mal, dass das so war. Achso, nee, jetzt noch nicht. Jetzt kommen erst die anderen Spackos. Die hier. Na, wo sind sie denn? Da sitzt eine. Du. Bam, Headshot. 3 Schuss, cool. Vor allem, dass ich auch gut genau getroffen habe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vorratskiste. What? $40.000? Verdammt. Ich habe so viel Kohle, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Scheiß Söldner voraus. Machen wir sie fertig und dann versuchen wir, Murray zu kontaktieren. Okay, das war wirklich Koop-Snipe. Ja, natürlich. Wie er nicht trifft, ne? Okay, vereinfacht der Koop-Snipe. Gut, ich hab's hier drinne. Der geht... Bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Panzerfaust ist kacke. Ist echt kacke. Los, reanimier mich, Mann. Da liegt auch eine Handgranate. Ey, wenn wir jetzt wieder beide draufgehen, ne? Ja, natürlich, ich bin wieder draufgegangen. Mein Gott. Das kann nicht wahr sein, Mann. Warum fahren jetzt so viele LKWs hier vorbei? Mit Herfahrt, Stalos. Behalte den Granatenindikator im Auge. Ja, Mann, Spiel. Wenn ich tot bin, kann ich ja wohl nichts machen. Da kann ich mich nur noch auf meinen Partner verlassen. Und wenn der vom Computer gesteuert wird, kann ich auch nichts dafür. Und ich finde es auch so ein bisschen kacke, dass Rios eben den Schuss volle Sau versammelt hat. So. Wieder 3 oder 4 Schuss. 6 Schuss sogar. Ich hatte, ja, Dingens. Zack, erstmal die 40 Glocken, 40k einsammeln. So, diesmal... Söldner voraus, machen wir sie fertig und dann versuchen wir Murray zu kontaktieren. Kann man das überhaupt selbst machen? Ich glaube nicht. Ich bezweifle es stark. Achtung, Panzerfaust! Hoppa. Ist natürlich jetzt hart, dass da oben ohne Scheiß so viele Panzerfäuste auftauchen. Das finde ich mal ganz und gar nicht so schön, weil Panzerfaust ist so generell irgendwie ein Hass von mir, weil jeder Spacko damit irgendwie spielt. Oh, 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 oh. Also das war schon hier hart an der Grenze, nicht getroffen zu werden. Beziehungsweise nicht getroffen zu sein. Wie auch immer. Wir müssen die jetzt erstmal von hier hinten saubern. Sauber machen die Einheiten da vorne. Ey, was laber ich dafür? Den Bereich da vorne säubern und die Einheiten eliminieren. Meine Fresse. Das ist einfach ohne Scheiß. Das habe ich jedes Mal so eine Sprachflussstörung. Immer wenn ich denn rausgekommen bin außer Aufnahme. Rios, bitte ordentlich wohin? Alter, ich halte ja mal 0 aus. Du bist gestorben. Ja, okay, gut. Okay, das wird hart. Ich glaube, ein bisschen mehr Sniperarbeit, aber ich habe nur insgesamt 15 Schuss oder so, ne? In den Sniper. Und das ist ein bisschen kacke. Und ich finde die Stelle so gerade zum Kotzen, weil ich hier schon wieder öfter als 3-mal gestorben bin. Oh, war... Nee, doch, klar. Ja. So, hier warte ich jetzt nicht. Komm, geh auf. Rüberschwenken. Töten. Kohle nehmen. Tür auf. Sniper raus. Scheiß Söldner voraus. Machen wir sie fertig und dann versuchen wir Murray zu kontaktieren. So, normalerweise müsste er den anderen jetzt nehmen, ne? Ja. Ich warte mal, bis der sich nochmal dreht. Egal, machen wir es so. Passt auch. Also, na.
Genau das meine ich. Perfekt. Auf jeden Fall, die Raketenwerfer, Spacko, der ging auf jeden Fall... Also die Rakete ging auf jeden Fall nach drinnen. Weil ich habe den genau, wo die Sau abdrücken wollte, erstmal schön eiskalt den Kopf weggeschossen. Wie man gerade ja auch gesehen hat. Und da sah es so aus, als wenn die Rakete nach innen reingeflogen wäre. Ist ja jetzt so ein bisschen blöd, dass ich ja jetzt hier nirgendwo irgendwie Muni dafür einsammeln kann. Und der Schuss war an sich unnötig. Wo ist der Panzerfaust Spacko, der da oben stand? Beine fresse, die Drecksfuhren, Mistgeburten, viele hier, ey. Die nervt sowas von. Ohne Scheiß, die fliegt genau vor meiner Nase ab und an hin und her, setzt sich denn irgendwo vom Bein und so und dann, mein Gott. Ja, ich gehe gerade in Scope lang. Das. Komm, steh auf, du Sau. Zack. Ein Moment, gleich wieder da. Kurze Störung. So, Leute, bin ich wieder. Meine Fresse, das ist so zum Kotzen. Eine Störung nach der anderen. Wie viele Cuts habe ich jetzt drinne? 4.000, 5.000 Milliarden? Auf jeden Fall zu viele für eine ordentliche Aufnahme, Mann. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich war. Also, ich meine jetzt wegen, themenmäßig. Ist so behindert. Ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht. Am besten hinsetzen, aufnehmen, Stunde, zwei Stunden, fertig. Und ich hier, da noch eine Störung, da noch eine Störung, da komme ich... Eine oder zwei Störungen gehen ja noch, aber 100.000 Störungen, eine Störung ist ja am besten. Also einen kurzen Cut irgendwie so, kurze Pause, fertig. Aber so viele Störungen wie jetzt eben schon waren, Mann, das ist einfach nur nervig. Bis zum geht nicht mehr. Zack. Weil man dann wirklich, wie gesagt, Hammer aus dem Sprachfluss rauskommt. Team. Ich weiß noch nicht mal, was jetzt eben nochmal Thema war. Natürlich hätte ich mir eben die Dingens noch aufnehmen. Na. Sag schnell. Ich komm jetzt nicht auf den Namen. Ah. Genau, die Aufnahme anhören können jetzt. Meine Fresse, genau, dann kommt auch noch sowas. Nicht mehr frei sprechen, weil man wieder erstmal wieder reinkommen muss in Reden. Fließende, durchgehende Reden. Es ist alles sehr, 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 sehr suboptimal. Naja, auf jeden Fall werde ich hier jetzt nur noch die Mission fertig machen. Ich hoffe mal, das kriege ich jetzt mal ohne Störung hin. 5 Minuten spiele ich ja momentan an der Partner ist ohne. Oh. Ja, ja. Erstmal fix heilen. Ich kümmere mich drum. Nicht, dass er mir hier gleich weg stirbt. Aber das ist gemein. Echt ohne Scheiß. Das ist echt gemein, hier ein doppeltes MG aufzustellen. Erstmal, dass wir schön im Kreuzfeuer reinkommen. Ich brauche auf jeden Fall ganz, ganz viel Money. Genau, für meine Spezialwaffe. Mein Gott! Komm her! Wie, der hat... der ist nicht tot? Auf jeden Fall. Perfekt. Lässt er mich so lange in Ruhe, das ist super. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt wirklich... frei durchkrieg. Ohne irgendwelche größeren Störungen. Ich hoffe, meinen scheiß Köter und meinen scheiß kleinen Köter hört man jetzt nicht im Nebenraum kläffen. Das wäre so zum Kotzen. Alter, ernsthaft, jetzt fängt die ja noch an zu kläffen, Alter. Ich hoffe mal, das hört man nicht. Und wenn ja, das ist echt kacke. Ein Moment, ich hau mal kurz nochmal einen Cut rein. Ein Moment.